alles nicht so schlimm, wie man es hört. Es ist schlimmer. Viel Spaß, wenn ihr selber mal im Mali sein solltet. Marco angekommen. Ist auf jeden Fall sehr warm, Schweiß fließt, aber so wie es sich anhört, ist es noch erst der Anfang. Hier wird sich jetzt wieder gesammelt, Gepäcke aussortiert, Westen und Helme geholt, dass wir dann weiter nach Gao verlegen können. Es ist gut warm hier. Ich meine, wir hatten gestern noch einen Vorgeschmack bei uns zu Hause, da hatten wir 27 Grad. Aber mit dem hier nicht zu vergleichen. Wir sind hier in Bamako auf dem Hauptstadtflughafen. Wir haben jetzt unsere Klamotten bekommen. Ja, wir shutteln jetzt zu einem kleinen Flugzeug. Und mit dem kleinen Flugzeug werden wir dann dementsprechend nach Gao fliegen. Anderthalb Stunden, denke ich mal. Und dann werden wir dort landen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Schmeißt halt euch ein bisschen hierher. Ja, genau. Das heißt, es ist ein guter. Wir sind jetzt gerade auf Flieger eingestiegen und jetzt geht's auf nach Gao.
Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren Soldat, habe ich heute zum ersten Mal gesehen und sitze das erste Mal drin. Finde ich schick. Also mir ist heiß. Ja, ich schwitze nicht. Vorbei, jetzt bin ich da. Servus. Ach doch, willkommen auf dem Mars, hier ist schön, Junge. Ich darf euch vorstellen, hier der Bachelor hier, der QF. Herzlich willkommen im GAU. Es ist alles nicht so schlimm, wie man es hört, es ist schlimmer. Oh. Und heute ist es kühl. Ja? Also, herzlich willkommen, Attacke. Ich zeige euch, wo euer Zelt ist, danach könnt ihr euch allem entledigen. Da wird schon die Schnauze voll von der roten Farbe. Kriegst du einen neuen Mitbewohner? Toll! Toll! Was soll denn das? Stell dich nicht alles selber vor. Marco? Wir sind jetzt hier in unserem Shelter oder Chalet, wie das hier so schön heißt. Das hier ist mein Container, den ich mir mit insgesamt zwei weiteren Soldaten teilen muss. Beide mein Dienstgrad. Ist relativ eng und ich werde jetzt mal zusehen, dass ich so halbwegs mich einrichte für die nächsten 4 Monate. Ich werde jetzt als allererstes meine Heimat aufhängen. Die war bis jetzt in allen Einsätzen mit und das ist immer das Erste, was ich mache. Die anderen beiden sind auch aus Thüringen, von daher dürfte das nicht das Problem sein, hoffe ich zumindest. Gut, ich soll euch mal das Zelt zeigen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie wir die ersten 2 Wochen leben müssen, bis unsere Vorgänger hier das Land verlassen haben, von denen übernehmen wir dann die Container. Ein normales Typ 2 Zelt aus Deutschland, mit 9 Mann sind wir jetzt hier, also wir 9. Haben jeder so ein Feldbett, wie so ein Fliegengitter, ein Mückendom, das uns vor den Moskitos schützt, die Malaria übertragen, und 2 Klimaanlagen. Dominik steht ja gerade schon vor einer Klimaanlage. Hier nochmal die andere Reihe mit den glorreichen 2. Ja, und dahinter nochmal die 2. Klimaanlage. Wie pennen wir? Ein normales Feldbett, Schlafsack und wir haben uns noch Kopfkissen organisiert. Ein bisschen was zum Wäschetrocknen. Hier ist ja alles immer gleich durchgeschwitzt. Ansonsten sieht es aus wie bei Hempels unter dem Sofa. Aber das ist halt einfach so, weil es gibt hier keinen Schrank und nichts. Man lebt ein bisschen aus dem Rucksack. Die Sanitärcontainer sind gute 100 Meter weg. Da müssen wir halt jedes Mal hinlaufen, aber es ist ja nicht tragisch. So, die Duschcontainer von innen. Toiletten. Relativ sauber. An und für sich haben wir hier alles, was wir brauchen. Es ist ja auch kein Urlaub. Das sind so, nämlich so Dinge, die muss man einfach in Kauf nehmen, wenn man bei der Bundeswehr ist. Man muss hier auch mal 30 Stunden die Kackerei verkneifen können. Deswegen gehe ich jetzt auf die Toilette. Ich hoffe, ich kann mich erleichtern. Also Leute, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber nach circa 3 Minuten auf dem Klo sieht man so aus wie ich, ohne T-Shirt, komplett nass. Ja, viel Spaß, wenn ihr selber mal im Mali sein solltet. Wir sind angekommen, wir haben die